Bruder, sorry, ja? Bruder, wo bleibst du, Alter? Ich musste die Kinder bei meinem Ex abgeben. Jonas, Dollar, was meine Frau? Yeah, hunting on my bed, texting with the bill. Oh, übertrieben, Bruder, ich klär mir die jetzt. Krass, Alter. Hey, alles klar bei dir? Was machst du hier alleine? Auf eine Freundin warten, warum? Ich würde dich echt gerne kennenlernen. Nee, ich schwöre bei Gott, mein Freund ist ein herzensguter Mensch. Ich schwöre, du kannst glücklich sein, dass er dich angesprochen hat. Really, nigga? Er ist ein Familienmensch. Mit dem hast du eine blühende Zukunft. Er liebt Kinder über alles. Er hat sogar selber zwei Kinder, weißt du? Was? Kinder? Ne, ich mein Kinderriegel, lass mich nur mal zu Ende reden, Wallah, ich mein Kinderriegel, der hat gerade zwei Kinderriegel gegessen, weißt du? Guck mal, wenn ihr zusammen heiratet, ne, dann wird er dich immer mit Kinderriegel füttern und deine Kinder auch, weil Kinderriegel verriegelt die Ehe und hält lange, weißt du? Bruh. Red kein Müll, du Schwätzer, und du schäm dich! Hallo, Baba. Hey, Baba. Ich habe das Auto aus der Werkstatt geholt, die meinten, alles in Ordnung. Und verliert das Auto noch an Leistung? Nein, die Werkstatt meinte, alles in Ordnung. Ja, Wallah, Onkel, das Auto hat jetzt doppelte Leistung, geht richtig ab, weißt du? Wallah, echt? Ja, Wallah, Ammo, der hat jetzt doppelte PS, man merkt bei 50er Zone gar nicht, dass man 100 fährt. Deswegen wurde er auch geblitzt. Was? Du wurdest geblitzt, Land? Nein, Ammo, nein, Onkel, ich meinte, weil das Auto richtig viel PS hat und richtig schnell gefahren ist, sind wir schnell zum Fotografen gekommen. Genau, genau, und dann wurde er richtig gut geblitzt, weil er glücklich war, weil das Auto richtig schnell fährt, weißt du? Ja, Wallah, Wallah, Ammo, Wallah ist so, Wallah, Wallah ist so. Na, komm ab, du Lügner! Du Heimann, du Heimann! Komm ab! Aber ich, Bruder, jedes Mal arbeiten, ja, kennst du doch. Und Bruder, wie lange musst du heute arbeiten? Ach, Wallah, bis 20 heute, Bruder, ja. Laber doch nicht. Hallo. Und Mümtaz, wie läuft's? Wie sind die Zahlen? Läuft eigentlich ganz gut. Zahlen? Habibi, Wallah, du weißt gar nicht, mit wem du redest. Mümtaz hat sich vorgestern mit drei Frauen an einem Tag getroffen. Wallah, du hast keine Ahnung. Wie bitte? Ja, normal, Leute schlafen nicht. Wir sind stabile Jungs, Habibi. Hör mal, Mümtaz, warst du nicht vorgestern hier krank geschrieben? Und zu dir, ich bin nicht sein Mitarbeiterkollege, sondern sein Chef. Und ich habe nach den Zahlen der Umsätze gefragt und nicht nach den Zahlen der Frauen. Ja, 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 ich weiß, der hat sich extra vorgestern krank gemeldet, damit er sie überrascht. Der hat sich nämlich mit drei Kundinnen getroffen und hat denen volle Verträge verkauft. Komplett mit alles drum und dran, damit er sie überrascht als Geschenk. Wollte er das machen, verstehen Sie, ja? Bruh. Hör mal, du bist ein absoluter Schwätzer und was dich angeht, pack deine Sachen, du bist fristlos gekündigt. Lakione, du hast mein Leben ruiniert! Werkstatt hat gesagt, nein. Nein. Was machst du da? Was ist Werkstatt? Leck, ich will dich schubsen, der macht's. Ich muss nicht am Job. Warte, chill mal, Wallah, chill mal. Mach mal erst, denk, warum du mal gibst, Wallah, chill mal. Ich will dich schubsen, der macht's nicht und so, weißt du? Lass mich dich schon richtig schubsen. Das Auto hat jetzt richtig krass Leistung. Werkstatt hat gesagt, der fährt jetzt doppelt. Werkstatt. Der fährt doppelt? Da muss er nicht. Ja, Wallah, die haben jetzt Turbo AMG Ding ist reingetan. Der fährt jetzt doppelt so schnell. Man merkt nicht, dass bei 500. Ich bin Roboter, Wallah. Was? Du wurdest geblitzt? Warte, wieder. Mach mal weiter. Siehst du, wie, das ist nicht einfach, ne? Was? Du wurdest geblitzt? Was? Lass still. Ohne zu reden, hat ich mein Kinderriegel, wir haben gerade zwei Kinderriegel gegessen. Hä? Ich mein Kinderriegel, lass mich nochmal zu Ende reden. Wallah, ich mein Kinderriegel, der hat gerade zwei Kinderriegel gegessen, weißt du? Guck mal, wenn ihr heiratet, ne, wird er dich immer mit Kinderriegel und deine Kinder mit Kinderriegel füttern. Leute, wird deine Kinderriegel noch? Ich hätte noch Kinderriegel, Wallah. Geil, Wallah. Kinderriegel füttern und deine Kinder auch, weißt du? Weil Kinderriegel verriegelt die Ehe und hält lange, weißt du? Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. Rackets on, rackets, got rackets on, rackets on.